Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Syndicate. Wir waren im letzten Part mit der Story beschäftigt und werden heute aber unser gemeinsamer Freund anfangen von, aber war das nochmal Charles Dickens? Keine Ahnung. Auf jeden Fall zwischen Charles Dickens und ja Charles Darwin gibt es jetzt eine Verschwörung. Mein lieber Darwin, glauben Sie, unsere Freundin hier mit ihren vielfältigen Talenten reicht aus, um Mr. Hammond sicheres Geleit zu geben? Ich glaube, einen Mr. Hammond habe ich noch nicht kennengelernt. Ein gemeinsamer Freund von uns. Er trifft noch heute in London ein. Aus dem fernen Südafrika. Mr. Hammond besitzt sowohl ein enormes Vermögen als auch eine charmante Unschuld. Was ihn zu einer lohnenden Beute für einige der weniger redlichen Einwohner unserer Stadt macht. Wir fürchten, er braucht eine robustere Eskorte, als wir zwei alte Männer gewähren können. Ich habe etwas zu tun. Aber wir haben ihm bereits gesagt, dass Sie kommen. Sein Zug sollte vor 10 Minuten eintreffen. Dann sollte ich ihn nicht warten lassen. Richtig. Okay. Ach ja, wir haben noch ein Kutschenrennen gegen Ende gemacht im letzten Part. Und, jo, mit 8 Sekunden habe ich es hinbekommen. Also noch 8 Sekunden sind mir geblieben, sonst wäre es danach gefällt. Aber ihr sollt mich kennen, in sowas hasse ich zu failen. Komm schon, da kommst du hoch, oder? Nö, nö. So, jetzt einfach mal runter hier. Tja, wir sind sogar bei ihm gelandet. Mr. Hammond, nehme ich an? Das ist korrekt. Evie Fry. Mr. Dickens schickt mich, sie abzuholen. Ah, der gute alte Dickens. Das ist sehr nett von ihm. Gehen Sie vor. Okay. London. Dieses Wetter hat mir nicht gefehlt. Mein Vater ist kürzlich gestorben und ich komme heim, um ein paar Dinge zu regeln. Außerdem soll ich mich vermählen. Klingt nicht, als würden Sie sich darauf freuen. Vielleicht ist sie eine gute Frau, vielleicht aber auch nicht. Ich werde ein großes Vermögen erben. Wie kann ich sicher sein, dass die Dame es nicht nur auf das Geld abgesehen hat? Das weiß man zu Anfang eben nie. Ich mag deine Kleider. Tauschst du sie gegen meine? Ach Gott, gut, sie in meiner Nähe zu wissen. Ich fürchte, mein Reichtum erregt zu viel Aufmerksamkeit. Hey, darf ich mal? Danke. Und jetzt möchte ich hier neben durch, Mann, du alte Knackerdame. Hä? Ja, was willst jetzt du noch? Geh mir aus den Augen. Und backen musst du hier auch nicht. Vielleicht kann ich die Aufrichtigkeit meiner Braut testen. Damit bin ich nun offiziell tot und habe auch kein Vermögen mehr. Ich werde Bella Wilton als ein Niemand treffen. Mal sehen, ob sie mich dann noch haben will. Kommen Sie, wir müssen meine Leiche loswerden. Holen Sie eine Kutsche und wir fahren damit zum Fluss. Wir haben ja eine hier. Gute Arbeit, wie aufregend. Das ist wie in einem spannenden Buch. Sowas nennst du spannend. Das ist eine durch den Bildschirm geflogen. Sorry. Dann können wir da, die nichts reden, auf die Tube drücken.
Oh Mann, ich sehe das Pferd vorne nicht. Deswegen kann ich schlecht abschätzen, ob das Pferd die Kutsche davor trifft oder nicht. Oder das Pferd. Das einzige Positive eben, sie labern nicht. Die Leiche in die Themse werfen, okay. Ganz genau, sie sagt das Gleiche. Lassen Sie uns nun zu meiner Verlobten gehen. Ich bin gespannt, wie sie reagiert. Auf jeden Fall. Ich fühle mich geradezu befreit, als wäre eine große Last von meinen Schultern gefallen. Bringen Sie mich hierher zum Haus meiner Verlobten. Nur um sicher zu gehen, ich möchte ihr die traurige Botschaft selbst überbringen. Halten Sie das nicht für zu riskant? Sie hat mich noch nie gesehen. Außerdem möchte ich natürlich sicherstellen, dass sie mir auch gefällt. Und schließlich möchte ich sehen, wie sie auf die Nachricht von meinem Tod reagiert. Na los, Beeilung! Das dauert alles viel zu lange! Nerv nichts! Dessen bin ich mir sicher. Nicht wirklich, wir sind hier. Dummer Fatzke. Weißt du nicht mal, wo deine Verlobte wohnt? Was bist du denn für einer? Miss Wilton? Ja? Mein Name ist John Rokesmith. Ich fürchte, ich habe sehr schlechte Nachrichten für Sie. Oh? Ihr Verlobter, John Hammond, wurde heute Morgen tot in der Themse aufgefunden. Oh, wie furchtbar! Der arme Mr. Hammond! Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, Sir. Bitte, vergeben Sie mir. Sie ist entzückend. Oh, ich glaube, ich bin verliebt. Ich hoffe, sie ist mehr fasziniert als abgestoßen. Das hoffe ich doch mal auch. Lustig, auf jeden Fall. Gib mir 4 Sterne dafür. Und da wir jetzt mehr Zeit haben und wir gerade hier in der Nähe sind, können wir diesmal ein ganzes Rennen durchstarten und diesmal ohne ein... ohne einen Unterbruch das Rennen gewinnen. Rennen von A nach B. Viele Gegner. Oh yeah. Jetzt seht ihr, wie es so abgeht. Ich bin Dritter, leider noch. Ist nur eine Frage der Zeit. Na. Dich packe ich auch noch, du Bastard, hier vorne. Na komm schon, schneller. Ne? Ne? Braucht ihr wirklich was auf die Fresse? Oh Mann, das wird ein knappes Rennen.
Zum Glück sind wir immer meistens zweit. So wirst du mich nicht überholen, tut mir leid. Danke vielmals, so macht man das. Rambo-Style mäßig aufräumen hier. Und kurz vor Ende überholen. Also nicht du, du Pisser. Garantiert nicht. Ha! So kann ein Wagenrennen aussehen. Meinen Glückwunsch zu Ihrem Sieg. Danke vielmal. Das gab ein Vierer, weil das war ordentlich. Puh. Ist hier noch gerade ein Faustkampf in der Nähe? Nee, der habe ich schon. Der da unten hatte ich noch nicht. Und ja, den habe ich schon. Schade, ist gerade nichts in der Nähe, was wir noch machen könnten. Dann gehen wir mal kurz nach Hause noch. Gucken mal, was wir denn noch so im Zug machen könnten. Denn diese Mission, also besser gesagt, der Part ist ein bisschen hier ist anscheinend ein Brief für Jacob. Ordentlicher als das letzte Mal. Ach, hier stimmt. Ich kann ja mit dem auch noch eine Mission anfangen. Einkommen einsammeln. 42.900. What the fuck? Ein Dorn im Auge. Okay, da muss ich schnell gucken, ob ich die machen darf im nächsten Part. Jupp, die dürfen wir sogar machen im nächsten Part. Direkt. Nice. Dann sind wir sogar schon im richtigen Abteil. Auf Gang-Upgrades zugreifen. Ach ja, warum ich so viel Geld bekomme, ist wegen dem hier. Ich habe alles freigeschaltet. Ich habe hier sowieso genug. Von allem. Ich könnte sogar das hier machen, aber ich mach's nicht, weil es kommen nur noch beschädigte Waffen in den Quartieren der Blaters an. Jetzt sind sie nicht mehr so furchterregend, oder? Stumpfe Klingen, nee, nicht wirklich, oder? Schlechtes Pulver. Schießpulver von geringer Qualität führt bei den Blaters gelegentlich zu Fehlzündungen oder sogar zur Explosion ihrer Waffen. Und dann ja, wäre es auch schon wieder scheiße. Schießpulver von geringer Qualität führt bei den Templern gelegentlich zu Fehlzündungen oder sogar zur Explosion ihrer Waffen. Und das ist dann eben bei Templern so. Und nicht nur bei Blaters. Vollstrecker. Ja gut, das kann man jetzt reinhauen, auf jeden Fall. Rock-Vollstrecker. Und die kann man auch reinhauen, warum nicht? Aber die hau ich erst recht spät rein. Weil ja. Warum sollte man die zu früh reinhauen? Sonst sind die ja nichts mehr. Ja gut. Wir sind sowieso schon OP. Hauen wir das auch noch drauf. Wenn wir schon genug Cash haben und alles. Komplettieren wir auch noch das. Schlüssel zur Stadt. Wunderbar. Aussicht genießen. Geht das? Nice. Sieht doch geil aus. Und mit dieser Aussicht beende ich mein Part. Für dieses Mal. Tüdelö.